auch damit. Deck. Wow, EMP. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Perfekt. Danke, Miss Strickland. Vorbildlich. Checken Sie ihn durch. Und dann lassen Sie ihn ins Labor bringen. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Tiefschichtenprotokolle zugeschaltet. Leite Systeme um. Aufwachen, Marine. Jetzt wird nicht gestorben. Bewegen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf. Nur ein weiterer Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Dann fangen wir mal an. Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben uns belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Chef kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Der Anzug verweigert die Trennung. Er überlädt! Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Netter Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht. Terra, nein! Terra, hören Sie mich an! Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert.
Ich habe ihrem Trupp befohlen, Profit und Gut rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Interessant. Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreave rausschaffen. Der Mann ist völlig verrückt. Er hält sich für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Aber er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem daran. Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dadurch schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Na dann. Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Ich halte Sie über Funk auf dem Laufenden. Gehen Sie. Ich bin mir übrigens gerade nicht sicher, ob das eigentlich ein Dialog sein sollte oder ob das wirklich ein Monolog von ihr war. Oh. Wieso können wir nur noch eine Waffe tragen? Was soll das? Das ist ein Scheiß. Auf jeden Fall... Oh. Dass sie uns relativ gut gesonnen war, ist ja nichts Neues. Nettes Gewehr. Kann man mitleben. Oh, eine Pistole nehme ich gerne auch mit. Endlich wieder eine 9mm. Was zum Teufel? Ah! Mach zu Schrot, du Arsch. So, irgendwie können wir keine 2 Gewehre mehr tragen, warum auch immer. Wahrscheinlich haben sie uns ein Stück aus dem Anzug geschnitten. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Oh, Schuss haben wir noch ein paar, das ist ja geil. Hä? Von wo? Da oben backt einer in der Wand rum. Ah. Wir haben, glaube ich, gerade mehrere Waypoints, kann das sein? Ne, nur den einen. Also wir sollen doch nach oben. Nachgeladen haben wir. Und weiter geht's. Munition nehmen wir genug mit. Erstmal hier die Etage durchsuchen, vielleicht ist hier noch was. Da steht ein Gewehr, aber sonst nicht viel. Muni haben wir eh genug. Oh, das war gerade ein Leck. Nicht gut. Ja, 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 bekomm, krieg dich wieder ein. Der ist noch nicht am Boden, er fällt noch. What the fuck? What the fuck? Interessante Sache. Durch den Panzermodus erschossen. Komm. Ich wüsste ja mal gerne, worauf du gerade schießt. Wir haben hier einen Toten. Einen? Jetzt nicht nachlassen! Tauwerk aktiviert.
Der ist mir gerade durchgeschlittert? Glaube ich ja wohl nicht. Schade. Er ist tot. Mann am Boden. Tarnfeld aktiviert. Oha, können wir den Sprengstoff nicht auch mitnehmen? Ist doch geil. Besser als jedes kleine C4-Paket. Haben wir die Pistole schon mitgenommen? Nee. So. Da war nichts. Gleich weiter nach oben. Da war der Scharfschütze. Nein. Hier kommt das MG. Ah! Oh! 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 Haben wir hier wieder ein schweres MG, das ist aber schön. Ziel flankiert! Ich unter mir! Oh! Verdammt! Ah! So. Ist aber nett, dass die uns hier einfach so ein MG mitbringen. Oh! Was haben wir denn hier Schönes? Ein Pokal für irgendwas, da steht nichts drauf. Gut. Ein Nanosuit. Und zwar noch ein unverkratzter, sehr schön. Da stehen noch mehr. Soll er doch einen von denen nehmen? Soll er sich nicht unseren hier klauen wollen? Nur weil der ein bisschen verbessert wurde. Soll er sich selbst die ganze Scheiße holen? Das war schließlich auch nicht einfach. Und wir sind ein paar Mal fast draufgegangen dabei. Durch das Bücherregal? Oder wie? Nee, da lang. Hey, Türen zum Eintreten, das ist schön. Öffnen? Wie langweilig. Shit. So, da sind sie. Theseus, ja. Endlich. Theseus? Willkommen. Ich gucke hier erstmal in die Vitrine. Karge Belohnung für so viel Aufwand, was? Wer das Labyrinth knackt, will doch wenigstens den Minotaurus sehen, bevor er getötet wird. Nun, das wäre nur fair. Also gut, Masken runter. Ich bin hier. Schockiert? Ich wäre es. Ich würde darin schwelgen. Das plötzlich auftretende Pulsrasen, das Fliegen, diese Chemikalien im Bauch. Wunderbar, solange es anhält. Aber es ist lange her, seit ich das alles gefühlt habe. Ein Jahrhundert oder mehr, seit meine Freuden nur geistiger Natur waren. Ich ging den Weg, den Karl Resch verweigerte, die kalte Straße zur Unsterblichkeit. Ich hatte gehofft, Prophets Anzug selbst zu tragen, seine Waffen zu führen, seine Rüstung anzulegen, das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Aber jetzt... Sie müssen beenden, was Prophet begonnen hat. Raus da, Alcatraz! Nein. Moment. Sie brauchen noch ein letztes Stück des Puzzles. Da auf dem Tisch. Nehmen Sie die Spritze. Aber, und wie? Ich konnte nicht mehr nehmen. Das nur auf der Seite? Ja, hier geht's. Nehmen Sie sie. You fucking kidding me? Du hast gerade versucht, mich aus meinem Anzug zu schneiden. Du hast mich hier von deinen Truppen erschießen lassen. Jetzt soll ich eine Spritze nehmen, die du mir gibst? Bist du bekloppt? Und ich habe keine Wahl. Was ein Mist, ey.
Aber warum? Ja, da. Die Tunguska-Iteration. Der Schlüssel zu allen Toren. Okay, was genau ist uns da jetzt gerade passiert? Wir haben uns eine Spritze reingehauen, die Gould uns Hargreave uns gegeben hat. Und wobei ich das schon nicht wirklich verstehe, warum wir uns die wirklich reingedrückt haben. Und was ist da jetzt gerade passiert? War es jetzt ein Flashback oder wie darf ich das verstehen? Ja, glauben Sie denn, ich bin in dieser grässlichen Stadt, weil sie mir gefällt? Haben Sie auf sie gewartet? Warum haben Sie niemanden gewarnt? Wen denn? Die ganze Menschheit? Was haben Sie angerichtet, alter Mann? Sie sind hier und Sie... Richtig, Nathan. Die Eigentümer sind zurück. Aktivieren die Systeme, heizen die Kessel. Frühjahrsputz in der alten Familienresidenz. Und es gefällt Ihnen ganz und gar nicht, was Sie hinter dem Kühlschrank gefunden haben. Kann man es Ihnen denn verdenken? Ups. Ah, die Engel des Todes. Endlich. Eine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Wow, what the fuck? Werden Sie Prophet. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies. Für den bescheidenen Engel des Todes. Ah, jetzt haben wir auch die Waffe wieder. Eine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Werden Sie Prof. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies, für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Raus da, Alcatraz! Ja, das war's! Los! Los! Retten Sie uns alle! Hilfe! Oh, die Waffe ist zu gut. Hargreave, ein Halle-Cell-Mitarbeiter. Commander Lockhart ist tot. Ich werde es auch bald sein. Und das Prism wird sich in einer gewaltigen Explosion selbst zerstören. Sophia Prophet ist jetzt ihre einzige Hoffnung, die Alien-Invasion zurückzuschlagen. Sie werden darum alle Feindseligkeiten einstellen und ihn bestmöglich unterstützen, während sie diese Insel evakuieren. Alter! Aua! Alle Prismeneinrichtungen werden in 10 Minuten durch Explosionen versiegelt. Ihre Pflichten als Angestellte sind aufgehoben. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Aua. Was soll denn der Scheiß? Blöder Strom. Wir sind gerade irgendwie immer da runtergerutscht. Kriegen wir auch nochmal irgendwo eine andere Waffe? Und Muni und überhaupt irgendwas? Granaten? Nee. Immerhin. Alter! Das war ein bisschen viel. Machen wir das nochmal und diesmal möglichst ohne zu sterben. Das
Mein Gott. Ja, so ein scheiß Alien. Ja, ja, ja. Also, wer soll sich denn noch sammeln? Du bist, glaube ich, der Letzte, der noch lebt. Knarre, aber ich weiß nicht, wo ich sowas herkriege. Bewegung! Ziel angreifen! Keine Ahnung, was die überhaupt als Mini verwendet. Normale Standard-Mini mit Sicherheit. Wow. Hin, da liegt sie, sehr gut. Erstmal alles noch töten, was hier ist, und die leerballern und dann gleich die andere holen. Okay. Besser ist das. Wohl besser als die 9mm wäre, glaube ich, gerade irgendwas mit ein bisschen mehr Schlagkraft. Scheißegal was, Hauptsache mit Damage. Wow. Die ist gut. Darüber sollen wir. Dann gehen wir da doch mal hin. Alter Schwede, von wo? Okay, dann heben wir uns das mal besser für die nächste Aufnahme auf, weil das hat hier, glaube ich, gerade nicht sehr viel Sinn. Ich nehme auch eben die andere Waffe mit, auch wenn sie das nächste Mal wieder weg sein wird. Das ist das Gauss-Gewehr, sehr geil. Okay, dann hoffe ich mal, es hat euch halbwegs gefallen, diese kleine Aufnahmesession, auch wenn ich hier mindestens noch einen Cut setzen muss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao!